definitiv unangekündigten, etwas überraschenden kleinen Abendstream. Erstmal bitte eine Rückmeldung auf Bild und Ton durchkommen. Denn, jetzt sehe ich den ersten Kommentar, es scheint zu funktionieren. Denn wir haben gerade so eine kleine zeitliche Überschneidung. In ziemlich genau 4 Minuten sollte die Premiere der Nachrichten losgehen. Ich hoffe, es funktioniert. Was heißt Premiere der Nachrichten? Das Thema, was ich jetzt gerade unterwegs für euch rausgesucht habe, müsste um 21 Uhr ebenfalls auf dem Reisekanal starten. Mal gucken, ob das funktioniert, während ich live streame. Das habe ich noch nie gemacht. Mal schauen, ob das funktioniert von YouTube-Seite aus, ob das klappt, dass man 2 Videos parallel laufen lässt. Aber ich dachte mir, wir haben jetzt noch ungefähr so ein halbes Stündchen, halbes, dreiviertel Stündchen Licht. Es gibt einen schönen Sonnenuntergang zu sehen. Also jetzt gerade noch nicht, aber gleich, wenn wir auf die Wanderdüne geklettert sind. Und da ich sowieso gerade noch draußen bin in Brandenburgistan, da können wir eigentlich als Reisegruppe auch einen kleinen Ausflug, noch einen kleinen Abendspaziergang machen. Wir waren ja relativ lange nicht mehr an der Wanderdüne. Ich glaube, das letzte Mal war irgendwann um Ostern rum. Und mir war heute irgendwie nach Wanderdüne bei diesem Mega-Wetter. Wir haben nämlich immer noch, wie warm ist es denn? Mal gucken. Wir haben immer noch 24 Grad. Ja, zum Sonnenschein muss ich das nicht sagen, den seht ihr selbst. Und wir erreichen in Kürze die Wanderdüne. Deswegen drehe ich direkt die Kamera. Ja, es gibt jetzt Brandenburger Pampa zu sehen. Ich versuche die Kamera ruhig zu halten. Und dann klettern wir noch einmal gemeinsam rauf auf die Wanderdüne und schauen in Richtung verschwindender Sonne. Ich soll den Fladi an der Leine mitnehmen, habe ich heute tatsächlich überlegt. Aber als ich vorhin los bin, ich bin schon eine Weile unterwegs, da war es noch relativ warm. Und nachher den kleinen Kater dann die ganze Zeit bei der Hitze rumtragen, ist halt nicht so wirklich, also ich glaube, findet er auch nicht so geil. Ich glaube, als ich losgefahren bin, waren es 28 Grad. Jetzt ist es angenehm bei 24. Ist also die perfekte Uhrzeit für eine Abendrunde. Und gebt mir unbedingt mal eine Rückmeldung in 2 Minuten, ob das nun funktioniert, dass die Premiere parallel dazu anläuft. Ich lese gerade, es leckt. Das lässt sich nur so begrenzt beheben. Das liegt einfach am Internet hier in Brandenburgistan. Ihr kennt ja das Spiel. In Absurdistan ist das Internet nach wie vor Neuland. Heißt also, es wird sicherlich das ein oder andere Funkloch geben. Dirk grüßt aus Güterfelde. Dann liebe Grüße nach Güterfelde. Das ist nämlich praktisch um die Ecke. Da fahre ich immer dran vorbei. Da ist das große neue Logistikzentrum, Postverteilungszentrum. Aber wir stehen jetzt direkt im Nirvana, im Nirgendwo. Ihr wisst ja auch, dass hier in Brandenburgistan die zweitgrößte Wanderdüne Europas ist. Die größte ist in Polen und wir haben hier die zweitgrößte. Audio scheint zu funktionieren, leckt nur ein wenig. Drückt die Daumen, dass es einigermaßen klappt. Das hier ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Art Panzerstraße. Wir sind nämlich mitten auf einem gigantisch großen Truppenübungsplatz. Ehemalig natürlich. Hier war, oh Gott, ich glaube irgendwann 19. Jahrhundert rum, da war wahrscheinlich noch kein Truppenübungsplatz hier. Auf jeden Fall war hier in der Region ursprünglich eine preußische Kaserne, dann war es ein riesengroßes russisches militärisches Sperrgebiet und jetzt ist es ein Naturschutzgebiet. Und da ist seit, ich glaube, der letzten Eiszeit tatsächlich ein riesengroßer Sandberg, eine komplette Wanderdüne wie in der Wüste. Seht ihr jetzt aber gleich. Drückt die Daumen, dass wir unsere Ruhe an der Wanderdüne haben. Vorhin waren da noch ein paar andere Leute, die dort gemütlich abhängen wollten. Aber es ist natürlich immer schöner, wenn man mit einem Handy redet, wenn man da alleine unterwegs ist. Target schreibt, früher hatten wir mal beide Wanderdünen. How dare you? Aber es ist schon echt faszinierend. Wir sind mitten in Absurdistan und da ist eine riesige Wanderdüne, die ich damals ja durch Zufall gefunden habe. Gut, was heißt riesig? Also für brandenburgistanische Verhältnisse ist jetzt nicht so, dass hier ein Mount Everest aus Sand steht. Aber wenn man nicht damit rechnet und so durch das Flachland hier spaziert, dann guckt man dann, wenn man nicht weiß, wo man hinspaziert, schon ein bisschen blöd, wenn da plötzlich ein riesen Sandberg ist. Hinter den Bäumen seht ihr sie auch gleich. Frankonienbike schreibt, vielleicht findet ihr hier auch sowas. Ich weiß nicht, ob es sowas nochmal in Absurdistan gibt. Müsste da mal googeln, ob es noch andere Wanderdünen gibt. Die ist auf jeden Fall sogar bei Google eingetragen als Ausflugsziel. Und da drüben ist noch so ein Aussichtsberg. Ich glaube, der heißt Wurzelberg. Da laufen wir dann auch noch hoch. Von da aus hat man einen schönen Blick auf die Wanderdüne. Seht ihr das? Jetzt kann ich auch wieder zoomen. Jetzt sollte es wieder gehen. Anscheinend ist gerade beim Zoomen das Bild eingefroren. Bitte mal eine Rückmeldung, ob da was kommt. Ihr wart nämlich auch kurz mal weg. Also bitte einmal einen Kommentar, ob es wieder klappt. Ah, geht wieder sehr gut. Jo, weiß nicht, was YouTube da gerade für ein Problem hatte.
So, schaut, da geht's dann rauf auf die Wanderdüne. Ach, hier stehen auch Fahrräder. Wir sind anscheinend nicht die Einzigen, die jetzt einen Abendspaziergang unternehmen. Und die Premiere läuft auch perfekt. Wer also Nachrichten sehen will, der klickt auf die Premiere. Wer Spaß dran hat, einfach ein bisschen rumzuspazieren, der bleibt hier und guckt sich die Nachrichten später an. Denn schaut, wir sind da. Von der Seite sieht sie zwar nicht ganz so eindrucksvoll aus, weil hier noch relativ viel Bewachsung mit drauf ist, aber von der anderen Seite wird es gleich cool. Da sieht man nämlich richtig, wie hoch dieser Sandberg ist. Schaut, es ist wie am Strand, es fehlt nur das Meer. Und damit dürfte auch die Frage beantwortet sein, warum wir heute nicht ausreiten. Und bitte nochmal eine Rückmeldung, ob ihr wieder was seht und hört. Da kommt die Info durch, jetzt klappt es wieder, jetzt scheint das Bild auch scharf zu sein. Gut, haben wir vielleicht einen anderen Funkmasten gefunden. Ja, was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist, dass es natürlich nicht sonderlich viel Sinn ergibt, irgendwann gegen 23 Uhr abends noch anzufangen mit Star Stable. Deswegen machen wir stattdessen heute lieber einen Ausflug durch Brandenburgistan. Und keine Sorge, wir reiten auch demnächst wieder aus, aber das machen wir dann, wenn das Wetter wieder schlechter ist. Und Jitme, es sieht aus, als würde ich irgendwo in der Wüste spazieren. Das ist ja dieses Coole an dieser Wanderdüne. Man kommt sich auf wie auf Tatooine oder so. Den schreibt, sieht alles sehr trocken aus. Ja, das liegt daran, dass die Region hier eine der trockensten in ganz Absurdistan ist, was aber in der Natur der Sache liegt. Seit vielen Jahrtausenden ist es so. Hier ist unfassbar viel Sand. War auch schon immer so. Und die Region ist dafür bekannt, dass der Boden sehr, sehr sandig und sehr, sehr trocken ist. Ja, da hinten hängen noch andere Leute ab. Da machen wir mal einen Bogen drumherum. Böser Onkel schreibt, ideales Gelände zum Panzerfahren. Ja, genau so war es ja früher auch. So, schaut mal. Wir stehen jetzt auf der Wanderdüne und können in Richtung Sonnenuntergang schauen. Oh, da drüben macht jemand ein Lagerfeuer, da wird gegrillt oder so. Also ist halt auch echt schön, um hier einfach nur sich hinzuschmeißen und mit Freunden rumzuhängen. Ist wie am Meer, nur kein Wasser. Und das habe ich euch ja beim letzten Mal auch schon gezeigt. Die Wanderdüne, die wandert nämlich noch. Und guckt mal, was dadurch entstanden ist hier. Die Wanderdüne bewegt sich tatsächlich einige Millimeter vorwärts in, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Und dadurch passiert es dann, dass die Wanderdüne Bäume, die hier standen, praktisch überrollt. Erkennt man das? Also da wachsen Bäume aus der Wanderdüne raus. Die Bäume waren natürlich vorher da, die Wanderdüne ist dann rübergewandert und dadurch kommt dann so eine Frontseite zustande. Und das ist ganz, ganz feiner Sand, schaut mal. Also wirklich wie am Meer, ist total faszinierend. Und ja, irgendwann ersticken die Bäume dann, wenn die Wanderdüne sie komplett überrollt, aber noch sehen sie gut aus. Hat mich vorhin schon gewundert, das ist total krass. Da ist in der Höhe bestimmt 10 Meter Sand und trotzdem ist der Baum noch grün. Scheint also noch genug Wasser durchzukommen. Und hier sieht man auch diesen Übergang sehr gut, wie sich die Wanderdüne langsam vorwärts schiebt. Ich zerwühle den Sand immer so, wenn ich hier unterwegs bin. Wer also vorhat, eine Sandburg zu bauen und aus Berlinistan oder der Umgebung kommt, ihr müsst nicht extra ans Meer fahren. Schaut mal, jetzt habe ich die Wanderdüne beschleunigt. Jetzt wandert es einen Millimeter weiter. Und
klettern wir mal wieder rauf. Hier, das ist jetzt wirklich wie in der Wüste, so diese Aussicht. Keine Vegetation zu sehen, wenn man die Kamera noch ein Stück weiter rüber nimmt. Und dann ist das wie auf Tatooine. Für die Star Wars-Fans unter euch. Was hier natürlich noch cool wäre, wäre ein Baggersee. Platz ist ja genug, aber den gibt es leider nicht. Ein großer Sandkasten, genau. Hier, das hat auch so ein bisschen was von Treibgut. Also wenn man nur so diesen Ausschnitt sieht, könnte man auch meinen, jetzt kommt hier gleich eine Welle vorbeigeschwappt. Wir spazieren mal rüber zum Wurzelberg. Da seht ihr die Wanderdüne nochmal aus der Ferne von der Frontseite her. Aber erst rutschen wir den Sand herunter. Mirko fragt, wo die Kamele sind. Ja, eigentlich bräuchten wir auch noch Kamele. Das wäre sehr, sehr lustig. Reisegruppe Jujunskaya auf Kameltour. Ah, DJ ist auch am Start. Hey ho, DJ, wir sind nochmal zur Wanderdüne gewandert. Beziehungsweise ich bin hergewandert und ihr wandert jetzt mit mir von der Wanderdüne wieder zurück. Wenn ich das Handy jetzt ruhig halte, dann haben wir richtig schöne Naturaufnahmen. Es hat tatsächlich so ein bisschen was von Afrika, wie in der Savanne irgendwo. Und hier wandern wir jetzt gleich den Weg entlang bis zu diesem alten Häuschen da oben, auf dem Wurzelberg. Und hier, Peter, da fehlt noch eine Sonne. Wir haben hier leider nur eine. Hat Tattoo nicht sogar drei? So, und jetzt rollen wir hier mal runter. Günthi schreibt, bitte nicht die Berliner auf die Wanderdüne aufmerksam machen. Ich glaube, die ist sogar relativ bekannt. Also ich kannte sie nicht, aber das ist jetzt auch nicht überraschend. Aber ansonsten ist die Wanderdüne durchaus eine lokale Attraktion. Hier kann man im Winter sicher auch mit dem Schlitten runterfahren. Dürfte einer der einzigen Berge in Brandenburgistan sein. Ah, Tatooine hat zwei Sonnen, gut. Aber es gab doch auch irgendwie einen Wüstenplaneten mit drei Sonnen, oder? Bei Star Wars. So, jetzt wandern wir gerade runter von der Wanderdüne im Rückwärtsgang. Da kann ich die Wanderdüne besser filmen, wenn ich rückwärts mit euch runterklettere. Denn schaut, jetzt sind wir an einem Teil der Frontseite. In diese Richtung wandert die Düne. Und wir wandern jetzt zum Wurzelberg und nehmen den Rest vom Sonnenuntergang noch mit. Heftig gebrannt, aber das liegt eben einfach daran, dass viele Leute nicht unbedingt wissen, wie sie sich im Wald zu verhalten haben. Und dazu kommt, dass das Ganze... Aber schaut mal, richtig schön mit dem roten Sonnenuntergang. Da der Blick auf die Wanderdüne. Bild hängt. Habt ihr Ton? Im Schatten der Düne bricht der Empfang ab. Das kann durchaus sein. Ah, geht wieder. Sehr gut. Ja, das ist nun mal das beste Absurdistan, das wir jemals hatten. Da ist es mit dem Internetempfang manchmal eher so semi-optimal. Hat mich vorhin total gewundert, dass hier nichts los war heute. Es ist Samstag, es ist mega Wetter. Hier ist ein sehr beliebtes Ausflugsgebiet. Ich habe bis auf die beiden Leute an der Wanderdüne, die dort rumsaßen, die ganze Zeit über kein Schwein gesehen. Was sehr angenehm ist, aber ungewöhnlich. Vielleicht war es den meisten heute einfach zu heiß, um zur Wanderdüne zu wandern.
Hier gibt es auch so eine Art kleinen Rundweg. Ich glaube, der ist insgesamt 8 oder 10 Kilometer lang. Den wandern wir jetzt heute nicht mehr. Sonst haut uns das Licht ab, aber wir wandern noch zurück zum Eingang der Wanderdüne. Ja, wenn es so ein bisschen rumstockt, dann liegt das einfach daran, dass der Netzempfang katastrophal ist. Und jipp, Wasser wäre hier natürlich sehr schön, aber die Region ist nicht unbedingt für ihre Seen bekannt. Da muss man deutlich weiter Richtung Norden, da ist man dann im Seengebiet. Oder runter Richtung Spreewald würde auch gehen, beziehungsweise rüber Richtung Spreewald. Hier ist eher so die afrikanische Savanne. Würde jetzt wahrscheinlich auch niemanden wundern, wenn jetzt eine Herde Elefanten vorbeispaziert hier. So von dem Ambiente. Kennt ihr noch von früher diese Naturfilme, die immer liefen? Wo halt einfach irgendwie nur so Tiere gefilmt wurden und irgendwie so Leute auf Expedition waren und die Tiere angeschaut haben. Das sah immer ganz ähnlich aus. Die hatten auch ganz oft so Sonnenuntergangsimpressionen, wo dann so ein Nilpferd davor lang spaziert ist oder so ein Zebra. Von der Umgebung kommt dem das schon relativ nah. Allerdings werden wir weder Kamele noch Elefanten, Löwen oder Zebras sehen. Na, jetzt erkennt man die Wanderdüne nicht so gut, aber schaut da hinten, das helle ist ein wenig Sand, der durch die Bäume guckt. Ja, Hauptsache keine Löwen. Also kritisch wird es erst, wenn wir freilaufenden Geparden begegnen. Und dann kommt sofort der Captain Gammelahn eingeritten hier. Was ich hier auch immer ganz faszinierend finde, dieses komische Gewächszeug. Das sieht ein bisschen aus wie in den Bergen. Weiß jemand von euch, wie das heißt? Diese ganz, ganz flachen, Nadelstrukturartigen Büsche. Hier ist einer direkt vor uns. So ähnlich waren die Pflanzenstrukturen im Gebirge ja auch. Ach, nicht Geparden, Leoparden waren es. Danke, Manfred. Ich habe die Geparden mit den Leoparden verwechselt. Ja, hier sind auf jeden Fall überall so diese kleinen, kniehohen Büsche. Und rundherum auch weitestgehend Nadelbäume und so ein paar Birken. Oder hießen die Dinger Birken, die weißen? Ich verwechsel das jedes Mal. Ich mag die weißen Bäume eigentlich ganz gern. Ah genau, Gepard war der Panzer, der kein Panzer ist, der schießt ja nur mit dem Rohr in die Luft. Leopard war das mit dem Affenpocken, mit den Affenpocken. Ja, hier steht auch überall dran, dass das eben ein ehemaliges Übungsgelände ist. Und das ist auch das große Problem, wenn es irgendwo brennt, weil dadurch die Feuerwehr nicht gut rankommt. Weil sie einfach Angst haben, sich nicht richtig reintrauen und dann oft nur von außen löschen können. Ah, Weiß-Schwarz-Birken sind richtig gut. Keine Reiter unterwegs. Ich glaube, hier gibt es gar keinen Stall in der Nähe. Es wäre also schwieriger hier für Reiter. Ich weiß nicht, wo der nächste Stall ist von hier aus. Aber ich habe hier noch nie irgendwo Pferde gesehen. So, jetzt sind wir auf dem Wurzelhügel, offiziell Wurzelberg. Sieht man nicht viel von, ist halt eine kleine Erhebung in der Landschaft. Aber als Berg, das als Berg zu bezeichnen, finde ich dann doch ein bisschen übertrieben. Auch hier ist normalerweise immer relativ viel los. Hier sitzen oft Leute rum abends. Aber heute ist komplett alles ausgestorben. Aber schaut mal die Aussicht von hier aus. Klettern wir mal rauf auf dieses Ding, auf dieses Dach oder was das ist. Oder die Platte.
So, und jetzt können wir, nachdem wir die Gretelmühlen da hinten passiert haben, da stehen nämlich die Gretelmühlen rum, können wir zur Wanderdüne schauen. Also ihr seht, für dieses Flachland hier ist die Wanderdüne schon relativ hoch. So, ich habe mich mal hingehockt, damit ich das Handy ruhig halte, wenn ich den Zoom drin habe. Es ist so schade, dass YouTube keinen richtig guten Fokus hat. Ihr kennt ja meine Handykamera, wenn ich offline filme. Die hat so einen geilen Zoom in Top-HD-Qualität, aber YouTube macht immer so einen Pixelbreit raus. Wo das ist die Wanderdüne in Brandenburg in der Nähe von Luckenwalde. Einfach mal googeln, Wanderdüne Luckenwalde. Und auch hier überall diese kleinen Gewächse am Boden. Und DJ schreibt, ein ganz ordentlicher Sandhaufen. Ja, das ist ein großer Sandkasten. Das Rauschen in der Ferne ist übrigens eine Bahnverbindung, das ist kein Meer, falls ihr das hört. Und da ist dann der Sonnenuntergang. Schaut mal, das ist jetzt wie beim König der Löwen. Hätte ich wirklich den Fladdy mitbringen sollen. Ich versuche es mal ganz ruhig zu halten, das Handy. Denn das sieht schon sehr cool aus. Und neben dem Gebiet hier gibt es auch keinen kleinen See. Das ist wirklich komplett Sand. Der ganze Boden ist extrem sandig. Das Einzige, was natürlich weniger schön ist, sind die Gretelmühlen da hinten. Und da irgendwo bei den Gretelmühlen hat es vor einigen Wochen richtig heftig gebrannt. Habt ihr ja auch mitbekommen, war ja überall in den Nachrichten alles voll von bei Dreuenbrietzen hat der Wald gebrannt. Das war irgendwo da hinten. Hat man auch überall gesehen von der Schnellstraße aus. So, dann würde ich sagen, wandern wir langsam noch ein Stück weiter, damit die Sonne nicht komplett abhaut. Wenn jemand weiß, wofür diese Platte hier mal gut gewesen sein kann oder sein könnte, dann gerne mal mitteilen. Ich rätsel nämlich jedes Mal, wenn ich hier bin, was das sein soll. Schaut mal, die ist auch total uneben. Erkennt man das? Da sind so komplette Hügel oben drauf. Da wächst mittlerweile schon das Gemüse durch. Eine Landestelle. Gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass hier vielleicht mal irgendwie ein Hubschrauber oder so gelandet ist, als es, naja, noch eine ebene Fläche war. Und hier so ein kleines Ruinchen. Ich weiß nicht, ob das früher mal mehr Etagen hatte. DJ schreibt Bunkerplatte. Ja, Bunker soll es ja auch ohne Ende geben. Ist wohl auch weit unterhöhlt, das ganze Gebiet, aber weiß keiner so richtig, wo die nur sind oder nicht sind. Die ganzen Gebäude, die hier irgendwo rumstehen, wir sehen gleich noch eins, die sind alle vom Truppenübungsplatz von früher. Ach schaut, da ist der Infoplatz, die Infotafel zum Rundwanderweg. Ich habe auch schon überlegt, ob wir den Rundwanderweg mal zusammen wandern, aber es könnte halt ein bisschen langweilig sein, weil allzu abwechslungsreich ist die Umgebung hier ja nicht. So, schaut, da ist der Wanderweg Wurzelberg. Hier. Wir sind da, das dürfte der Wurzelberg sein, das da dürfte die Sanddüne sein. Hier ist die Sackgasse, wo ich euch immer rausschmeiße, wenn wir mit dem Auto fahren, mit dem Reisetraktor. Und dann wandert man diesen Weg entlang.
Dann kann man noch irgendwo nach hinten wandern, habe ich immer noch nicht gemacht, muss ich auch mal machen. Und dann diesen langen, schnurgeraden Weg wieder zurück. Also wenn ihr da Lust drauf habt, 8 Kilometer sind es, 2,5 Stunden sind angegeben. Wir sind natürlich schneller im Wandern, schätze ich. Wenn ihr da Bock drauf habt, können wir auch mal den ganzen Wanderweg herumwandern. Aber wie gesagt, die Landschaft gibt halt nur begrenzt viel her, leider. Es ist zwar sehr, sehr schön, aber auch sehr eintönig. Allerdings muss man schon irgendwie ein bisschen, oder muss ich schon ein bisschen drüber lachen, wenn wir jetzt auf die Uhr schauen. 21.23 Uhr samstags. Wir sind fast 400 Leute, die hier rumwandern. Auf einem kleinen Reisekanal, während man beim Lügl zur besten Sendezeit in der Woche, unter der Woche, mit 1,4 Millionen Abonnenten gerade mal 15 Live-Zuschauer hatte. Also offensichtlich macht es selbst Wandern interessanter als der Scheiß, den der Lügl verzapft. Und auch hier seht ihr wieder, sind überall diese sandigen Wege. Der Sand ist nicht rangekarrt worden, das ist noch von der letzten Eiszeit übrig geblieben, nennt sich Märkischer Sand. Und ist eigentlich ziemlich bekannt. Wenn man das aber der Weltuntergangssekte zeigt, die ja allgemein ein bisschen dumm sind, dann würden die wahrscheinlich morgen hier mit einem Demozug auflaufen, von wegen Brandenburg versandet, wir müssen die CO2-Steuer hochdrehen oder so ein Schwachsinn. Schaut, da drüben wieder die Wanderdüne. Nicht Merkelscher Sand, Märkischer Sand. Mit der Merkel hat das zum Glück nichts zu tun. Nur eben schade, dass hier auch alles angeschmiert ist, aber das liegt an der Stelle in der Natur der Sache. Das ist überall so, wo irgendwas Abgelegenes ist, sind die Schmierereien meistens nicht weit. So, wir nähern uns jetzt dem Hauptweg. Und das macht richtig Spaß, hier so durch diesen Sand zu laufen. Ja, der Hauptweg ist leider relativ kieslastig. Das ist dann nicht ganz so gemütlich, aber hier ist es wie am Strand, wie wenn man irgendwo an der Ostsee lang spaziert. Meinetwegen auch an der Nordsee. Problem ist nur, Nordsee mag ich nicht, da ist das Wasser mal weg, wenn man baden will. Und hier sieht man es auch ganz gut. Im Prinzip besteht der gesamte Boden aus Sand. Und jipp, ich habe natürlich keine Schuhe an, also bitte, das ist ja wohl logisch. Als ob ich im Sommer Schuhe anziehe. Ja, manchmal kommt es vor, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. Und jetzt verschwindet die Sonne langsam. Die Wolken da hinten sehen gerade sehr schön aus. Mal gucken, ob ich die rangezoomt kriege. Könnte man fast denken, da landet ein Sternenzerstörer, ein Imperialer. Unser Taxi ist da. Ob es hier Schlangen gibt, na, so kleine Blindschleichen, aber das sind ja eigentlich gar keine Schlangen. Richtige Schlangen habe ich noch nicht gesehen hier. Der Sand muss doch heiß sein? Nö, jetzt nicht mehr. Und vorhin, als ich ankam, wurde... Wer mal zur Wanderdüne wandern möchte, ihr müsst im Prinzip von Berlinestan aus nur die B101 fahren. Bis zur Kreuzung, Abfahrt Richtung Luckenwalde und dann nicht links abbiegen, sondern rechts in die Sackgasse rein. Und dann seht ihr schon den Rundwanderweg oder das Wanderschild. Ihr fahrt also einfach nur 50 Minuten von Berlinestal aus nach Süden, die 101 runter und biegt dann in der Sackgasse in die Sackgasse ab und wandert los. Tausendfüßler gibt es hier bestimmt irgendwo. Ameisen gibt es auch in Massen. Wenn hier Hundekacke liegt, ja mein Gott, dann wasche ich mir halt die Füße. Ich finde es viel ekliger, mit Schuhen reinzutreten, weil Schuhe waschen meistens ein bisschen komplizierter ist als Füße waschen. Schmetterlinge gibt es natürlich auch hier. Klapperschlangen bisher noch nicht gesichtet. Kommt vielleicht noch. Schaut mal, hier gibt es sogar ein Wegeleitsystem. Das Ding heißt tatsächlich Wurzelberg. Ah, Knuddelknut muss da lange laufen, 800 Kilometer. Ja, dann wander schon mal los, da bist du Ende des Jahres da. Nee, das nur, wenn ihr sowieso in der Gegend unterwegs seid, denn extra anreißen wegen der Wanderdüne. Ja gut, so viel gibt es dann eben auch nicht her. Ob es hier Spinnen gibt, das weiß ich nicht. Mit Sicherheit gibt es die, aber ich versuche nicht hinzuschauen.
Schaut, hier ist dieser schnurgerade Hauptweg. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in der größten Mittagshitze angenehm, aber so gegen Abend echt entspannt. Wenn man den Weg weiter entlang wandert, dann braucht man noch 2,8 Kilometer, um zum Wurzelberg zu kommen. Das ist dieses Dreieck von der Schautafel. Wir wandern jetzt aber Richtung Luckenwalde, wenn auch nur bis zum Parkplatz. Mascha schreibt, eine Wanderdüne gibt es auch in Polen. Ja, die größte europäische Wanderdüne ist in Polen. Wir haben hier nur die zweitgrößte. Und auch hier wieder überall Sand. Ich denke, so in 10, 15 Minuten sind wir dann vorne am Parkplatz. Schaut, da hinten ist der Wald. Am Wald ist der Parkplatz. Und dann entlasse ich euch auch erstmal in den weiteren Verlauf des Samstags. Aber einen kleinen Abendspaziergang, dachte ich mir, den gönnen wir uns heute. In Hamburg gibt es auch eine Wanderdüne, schreibt Jürgius. Oh Gott, ich glaube, ich war erst einmal oder so in Hamburg und seitdem nie wieder. Also ich habe keine Ahnung, was es in Hamburg gibt oder nicht gibt. Ich habe einmal in Hamburg ein U-Boot gesehen und meine Eltern haben es mir nicht geglaubt. Wir sind damals durchgefahren, wir waren irgendwo an der Nordsee, ich weiß nicht mehr genau wo, mussten durch Hamburg durch, um zu irgendeinem Freizeitpark zu kommen. Und da sind wir am Wasser vorbeigefahren und da war zu 1000% ein U-Boot im Hafen. Mit einer Kanone. Meine Eltern meinten, ich habe mir das eingebildet. Ist aber Blödsinn, es gibt dieses U-Boot wirklich. Ich habe es dann später mal gegoogelt. Aber es ist auch 15 Jahre, nee, es ist länger als 15 Jahre her. Es ist sehr lange her. Kann sein, dass es damals der Heidepark war, wo wir hin wollten. Aber wie gesagt, ewig lang her. So, schaut, da vorne ist auch wieder so ein Häuschen. Ich glaube, das ist irgendwie von der ehemaligen Panzerbahn oder so. So ein Kommandoturm. Kommen wir gleich noch näher ran. Ja, Frankonien-Bike, es kann auch ein Rohr, das in den Himmel schießt, gewesen sein. Ich habe es damals eher als Kanone verortet. Aber da gab es ja auch noch keine Dolores Ambridge, die uns erklärt, dass ein Panzer, der mit einem großen Rohr in die Luft schießt, ja gar kein Panzer ist. Ah, Jürgius schreibt, das U-Boot kann man besuchen, liegt im Hafen. Aber damals konnte ich es nicht besuchen. Ich habe es nur im Vorbeifahren gesehen und keiner hat es mir geglaubt. Peter schreibt, nee, nicht Peter, hier, Sinterbronze schreibt, dann war da eine Schießbahn, wenn da so ein Turm steht. Ja, hier waren halt überall Panzerbahnen, also. Deswegen sind hier auch diese riesen langen schnurgeraden Brachflächen, wo auch kaum irgendwie Bäume oder Vegetation sind, weil sie ja halt einfach früher mit dem Panzer durchgefahren sind. Wenn also jemand einen Gepard da hat, der ja jetzt offiziell kein Panzer mehr ist, dann kann man es hier auf der alten Panzerbahn so richtig krachen lassen. Laut Dolores Ambridge müsste ja, also laut ihrer Definition, müsste es ja dann eigentlich auch völlig okay sein, so einen Geparden zu Hause zu haben. Wenn der kein Panzer ist, dann kann man damit auch nicht gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen. Ich weiß zwar nicht, wie verlässlich es ist, sich auf die Aussagen von Dolores Ambridge da zu berufen. Ich würde es nicht ausprobieren. Aber laut ihrer Definition ist es ja kein Panzer. Also von daher müsste klar gehen. Ist dann einfach nur ein großes, schweres Auto, das mit einem großen Rohr in die Luft schießt. Ah, die Sonne ist mittlerweile weg. Maria schreibt, klar, stelle ich mir in den Keller. Na, wenn dann schon in den Garten, du wirst ja damit auch in die Luft schießen können, oder? Im Keller in die Luft schießen ist tendenziell nicht ganz so cool. Ja, von hinten kommen zwei Fahrräder, das dürften die Leute sein, die gerade auf der Wanderdüne gesessen haben. Komm, wir gehen mal auf die alte Panzerbahn. Da ist mehr Sand, hier sind mir zu viele Kieselsteine. Oder in die Garage, schreibt Werner. Schaut mal hier, überall riesengroße Sandstrecken. Carsten wünscht allen einen schönen Abend. Und wir laufen jetzt direkt auf diesen alten Turm zu.
Mascha fragt, ob man auch einen vierbeinigen Geparden haben darf. Solange es kein Leopard ist, Mascha, sollte auch das in Ordnung gehen. Wenn es ein Leopard ist, pass auf, dann kommt nämlich der Gammel an nach Hause. TV-Tin fragt, ob es hier Minen gibt. Unwahrscheinlich, denn es kommt für gewöhnlich nicht vor, dass die den Übungsplatz betreiben, ihren eigenen Platz verminen. Alles andere lässt sich hier aber wahrscheinlich noch finden, weil die Russen damals das meiste einfach irgendwo vergraben haben. Was du verpasst hast, im Prinzip bisher die Wanderdüne, den Wurzelberg und den Sonnenuntergang. Aber ansonsten nur Landschaft. Ob hier nur die Russen oder auch die NVA waren, das kann ich dir nicht so genau sagen. Also offiziell waren es die Russen, aber vermutlich saßen die ja alle zusammen rum. Ich weiß es nicht. Das war ja eine Riesenanlage. Das sind, glaube ich, fast 20 Kilometer in die eine Richtung. Also so die Gesamtausdehnung des Platzes, wo einfach nichts ist, außer, naja, hier Brachland. Also vermutlich haben sie es alle benutzt. Halb Südbrandenburg ist ehemaliger Truppenübungsplatz. Babylon schreibt, Mine wäre gut, Goldmine. Gegen eine Goldmine hätte ich nichts. Solange es keine mystische Mine ist, ist alles gut. Wer das mit der mystischen Mine nicht versteht, das ist die aktuell am meisten verhassteste Yu-Gi-Oh!-Karte im Spiel. War letzte Woche beim Turnier ganz lustig. Da hat jemand die mystische Mine gespielt. Also man macht sich mit der mystischen Mine nicht beliebt, wenn man diese Karte spielt. Und dann meinten die anderen so, wer heute die Mine spielt, den vergrabt man ja auf der Baustelle. War sehr, sehr lustig in der Situation. Warum die Karte verhasst ist? Weil sie dem Gegner im Prinzip das Spielen verbietet. Die mystische Mine besagt, dass der mehr Monster auf dem Feld hat, nichts mehr machen kann. Kann weder angreifen, weder Karten aktivieren, weder Effekte aktivieren. Also bist du im Prinzip tot. Du kannst dann auch Karten ziehen, aber du kannst keine Karte mehr setzen, du kannst also nichts mehr aktivieren. Solange der Gegner weniger Monster hat als du. Wenn der Gegner mehr Monster hat, dann kann er nichts mehr machen. Wer aber die mystische Mine spielt, der baut sein Deck so auf, dass er maximal ein Monster draußen hat. Und wenn ihr gleich viele Monster haben solltet, dann zerstört sich die mystische Mine in der Endphase des Zuges. Aber die mystische Mine ist echt mies. Ihr habt die mystische Mine auch schon gesehen. Als wir das Maximum Gold Eldorado Display ausgepackt haben, habe ich zwei mystische Minen in Gold gezogen. Also ich besitze zwei mystische Minen. Ach, schaut mal, da fliegen Vögelchen weg. 12.6 schreibt, er dachte, Magic hätte alle anderen Kartenspiele verdrängt. Nee, Magic wird auch noch gespielt. Ich habe es noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Aber Magic hatte definitiv nicht alle anderen Kartenspiele verdrängt. Im Gegenteil. Da, wo ich immer Freitagsturniere spiele, ist es so, dass 15.30 Duel Monsters Turnier ist. Und nach uns kommen dann die Magic-Spieler zu ihrem Turnier. Also da geben wir uns im Prinzip die Klinke in die Hand. Wenn wir durch sind, kommt Magic. So, jetzt sind wir auch gleich am kleinen Türmchen angekommen. Ob es eine Karte mit dem Pendlerpauschale drauf gibt, der Zerstörer? Es gibt zum Glück keine Karte mit der Visage vom Pendlerpauschale. Ich glaube, das wäre dann die verhassteste Karte im ganzen Spiel. Wie viele Punkte man bei Magic für die Top 1000 braucht, ich weiß nicht mal, ob die eine Rangliste haben. Also sicher haben sie irgendwie sowas, aber ich weiß nicht, wie sie funktioniert. Ach ja, Thema Rangliste. Aktuell, gut, ist noch nicht ganz aktualisiert, fehlt noch ein Event. Aber momentan bin ich in Absurdistan, glaube ich, auf Platz 2400 noch was.
für das ganze Jahr 2022. Und für das Quartal Juli bis September bin ich aktuell auf Platz 70 der absurdistanischen Rangliste. Ich habe nämlich gestern 6,5 Punkte bekommen. Nun muss man dazu sagen, der Juli ist erst 2 Tage alt, wird also nicht lange anhalten. Aber bisher Platz 70 der absurdistanischen Rangliste. Das ist ganz cool. Von wie vielen Spielern, das sieht man leider nicht. Ja, du kannst davon ausgehen, bei der deutschen Meisterschaft haben fast 2000 mitgemacht. Insgesamt, ich würde schon schätzen, dass es bestimmt registrierte Turnierspieler zwischen 5 und 10 oder 15.000 gibt in Absurdistan. Aber die spielen ja nicht unbedingt alle aktiv. Also ich weiß nicht, wie viele angemeldet sind bei Neuron, aber vielleicht 0 Punkte haben oder so, weil sie noch nie ein Turnier gespielt haben. Aber mehrere tausend sind's. Sind halt nicht alle gleich aktiv, ist ja klar. Ob das die Lego-Burg ist, da musste Mokuba fragen. Ist das Teil der Lego-Burg hier? Der Sand ist auf jeden Fall angekommen. Aber die Lego-Burg war doch wieder eingerissen, so wie ich das mitbekommen habe. Ob die anderen Spieler den Stream schauen, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Unsere Booster-Pack-Öffnungsstreams haben einige gesehen, das fand ich ganz lustig. Die sind durch Zufall dann drauf gestoßen, als wir die Karten ausgepackt haben. Ah, hier liegt ein bisschen Glas, da muss ich mal kurz langsamer durchlaufen. Und da seht ihr jetzt das Türmchen. Tja, lieber Lügel, mit 1,4 Millionen Abonnenten und 15 Zuschauern kriegst du es nicht mal hin, was Interessanteres hinzubekommen, was eine alte Ruine schlägt. Selbst die Ruine ist spannender. Na, spazieren wir weiter. Dann gehen wir wieder auf den Hauptweg. Sind die Fahrradfahrer ja weg. Oh, schaut mal, schöner Stein. Jetzt kommt die Farbe leider nicht so gut rüber. In echt ist der komplett rosa. Aber wandern wir weiter, bevor das Licht abhaut. Schnabeltasse schreibt, der ideale Techno-Party-Turm. Irgendwelche illegalen Partys finden hier auch andauernd statt. Also man hört dann immer die Musik, wenn man vorbeifährt. Was ich hier auch total gut finde, die Leute lassen sich halt nicht zu Hause einsperren, sondern machen ihre eigenen Partys. Das kommt regelmäßig vor. Dann nur natürlich schön, wenn sie sich vernünftig verhalten hier in der Pampa, also den Müll wieder mitnehmen und solche Sachen. Und stört hier draußen definitiv niemanden, hier wohnt ja keiner. Außer ein Fuchs und ein Wildschwein vielleicht. Und jetzt wird es gleich dunkel, deswegen gehen wir auch zurück zum Parkplatz. Wölfe gibt es ja auch in Brandenburgistan, die habe ich bisher aber nur gehört, aber noch nicht gesehen. Die sind relativ scheu. Und ich würde auch gerne einen Wolf sehen. Wenn wir einen sehen, dann halte ich die Kamera drauf, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. DJ schreibt, er hat auch schon die ein oder andere inoffizielle Techno-Party erlebt. Ja, ich meine, ist ja auch absolut richtig so. Wenn man den Leuten die offiziellen Feierorte dicht macht, dann schafft man sich halt Ausweichmöglichkeiten. Es gibt ja Wolfstouren, schreibt TVTin. Gibt es das mittlerweile? Also in Brașov kann man Bärentouren machen, ja, aber Wolfstouren in Brandenburgistan habe ich noch nicht gesehen. Muss ich später mal googeln, wo man denn Wolfstouren machen kann. Oh, gibt es seit einigen Jahren sogar schon.
Also Wölfe gibt es auf jeden Fall seit geraumer Zeit wieder. Bei mir im Kuhdorf hört man sie abends manchmal heulen. Das ist dann auch immer sehr, sehr faszinierend. Jetzt sind wir aber gleich am Eingang angelangt. Viel zu sehen gibt's nicht mehr. Ja, schaut mal, aber das doch, man erkennt's. Da ist der Mond aufgegangen. Stefan schreibt, sieht aus wie Sperrgebiet. Das war früher alles Sperrgebiet. Jetzt ist es Naturschutzgebiet. Eine Grenze war hier in der Nähe nicht, nee. Aber eben ein alter Übungsplatz. Mit Panzer auf Wolfstour, das wär's doch. Fahren wir hier mit dem Gepard, der ja kein Panzer ist, durch die Gegend und suchen Wölfe. Hier vorne kommt gleich wieder eine Infotafel. Da ist dann auch eine Bank. Wölfe tun Leuten überhaupt nichts. Im Gegenteil, die sind sehr, sehr scheu. Die verpissen sich eher. Gefährlich wird es nur, wenn man sie irgendwo anfüttert und sie dann die Angst vor Menschen verlieren. Wie mit Bären, die hauen normalerweise auch ab, wenn sie nicht angefüttert wurden. So, hier nochmal die gleiche oder fast die gleiche Infotafel wie oben am Wurzelberg. Aber die habt ihr ja schon gesehen. Und jipp, Wildschweine sind definitiv gefährlicher. Die hauen für gewöhnlich auch ab, aber wenn die zum Beispiel Frischlinge mit dabei haben, dann sollte man dann doch eher zusehen, dass man Land gewinnt. Wildschweine sehe ich immer lieber vom Pferd aus. Das mag ich nicht so, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. Oder ein verletztes Schwein. Ja, wenn sie sich irgendwie in die Ecke gedrängt fühlen, irgendwie bedroht fühlen, dann sind Schweine nicht unbedingt ohne. Vom Pferd aus habe ich früher ganz oft gesehen, wenn ich abends ausreiten war, auch in Brandenburgistan. Da war es ganz, ganz oft so, dass man da so mal eine Rotte Wildschweine im Unterholz gesehen hat. Aber auf dem Pferd ist das wurscht. Also im Zweifel losgaloppieren und gut ist. Einmal war ich ohne Sattel unterwegs. Da fand ich es nicht so lustig auf einem jungen Pferd. Fand das Pferd dann auch nicht so lustig. War alles gut, kein größeres Problem. Aber da hat man auch schon gedacht, hätte jetzt nicht sein müssen mit den Wölfen. Es war auch richtig spät schon. Das war schon nach 10 irgendwie. War auch schon ziemlich dunkel. Also wirklich eine ganz späte Abendrunde. Und dann so aus dem Augenwinkel das Rascheln im Unterholz und eine Rotte Wildschweine. Hört ihr eigentlich die Bahn in der Nähe? Da fährt gerade wieder ein Zug vorbei. Es scheint zu hören zu sein. DJ, ich glaube, du kannst den Werner mal die Tür zeigen. Der hat keinen Bock mitzuwandern. Ich weiß nicht, warum er hier ist. Weiß er vermutlich selber nicht. Ganz leise schreibt Michael. Ja, es sind auch ein paar Kilometer bis zur Bahn.
Aber da das hier so ruhig ist, wenn ich gerade nichts sage. Zieht sich immer ganz schön dieser Weg. Ah, Peter schreibt, die Bahn ist circa 1 Kilometer entfernt. Ja, in diese Richtung, da ist die Bahnstrecke. Hört sich an wie eine Autobahn. Eine Autobahn gibt es hier nicht, aber da vorne ist die Schnellstraße. Allerdings ist da ja auch nicht allzu viel los. Die kennt ihr ja. Das ist die, wo ihr euch immer wundert, warum das so leer ist. Ja, die ist halt immer leer. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, was ich unterwegs zum Abendessen mitnehmen will. Oh, Döner ist ein bisschen zu spät. Muss ich wohl doch zur Tanke fahren. Ich wollte nämlich eigentlich vorhin noch einkaufen. Dann war es aber schon 20 Uhr und da habe ich dann gedacht, naja, das hat jetzt auch keinen Sinn mehr. Die Läden machen ja hier spätestens um 10, eher um 9 zu. Da konnte man dann auch entspannt noch spazieren gehen. Nein, der Gulasch ist leider schon leer gefuttert. Den habe ich gestern und vorgestern gefuttert. Ein Wildschwein, das wär's. So ein Wildschwein-Gulasch zum Abendessen, da hätte ich jetzt nichts dagegen. Manfred schreibt 2. Wildschwein auf Vorrat oder wie? Wird aber schwierig, das zweite Wildschwein irgendwo unterzubringen. Meine Abstellkammer ist zu klein für ein ganzes Schwein. Bei Mascha gibt es Tortellini. Das klingt auch nicht schlecht. Mascha, wie weit ist es von der Wanderdüne bis zu den Tortellini? Nein, kleiner Spaß. Ich werde mir irgendwie ein belegtes Brötchen und ein Croissant oder so mitnehmen. Jetzt noch ein Wildschwein fangen und zum Auto tragen, das ist so aufwendig. Ja, das Hühnerfrikassee ist mittlerweile auch alles aufgefuttert. Kann sein, dass ich einem Jäger begegne. Wenn der Jäger ein Wildschwein schießt, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Muss er mir aber was abgeben. Aber kann gut sein, denn hier ist auch, gut, ob jetzt hier direkt, weiß ich nicht genau, aber an anderen Stellen des alten Truppenübungsplatzes auf jeden Fall Jagdrevier. Ist ja auch viel Wild hier überall. Nein, ich habe nicht alle Wildschweine hier aufgefuttert. Es gibt noch genug, sind noch genügend übrig, keine Sorge. Nee, den Jäger auffuttern ist nicht nachhaltig. Wenn man den Jäger auffuttert, gibt es ja keinen Nachschub an Wildschwein mehr. Das ist blöd. Obelix hat immer 2 Wildschweine unterm Arm, schreibt DJ. Ich habe ja gerade nur eine Hand frei, in der anderen habe ich euch. Ein Wildschwein würde noch gehen, das mit dem zweiten, schwierig. Ich muss ja versuchen, die Kamera ruhig zu halten. Ah, da kommt wieder ein Zug. Die Sonne ist mittlerweile weg. Und ihr seht, wir haben schon einiges an Strecke zurückgelegt. Da hinten ist der Panzerturm. Wo ich rumlaufe, fragt Anna, wir waren an der Wanderdüne. Also Brandenburgistanische Pampa.
Henry schreibt, man kann auch einen leckeren Pinguin grillen. Ich glaube, einen Pinguin in Brandenburgistan zu finden, das wird dann doch etwas schwieriger. Ich weiß auch nicht, ob man Pinguine grillen kann. Ja, sicher geht das irgendwie. Hat schon mal jemand von euch einen Pinguin gefuttert? Im Berliner Zoo, na super, die werden sich bedanken, wenn man da die Pinguine weggrillt. Pinguine sind doch super fettig, oder? Die haben doch so eine riesen Fettschicht. DJ schreibt, ist ja eklig. Ich weiß nicht, ob Pinguin eklig schmeckt. Schaut mal, auch hier wieder diese Sandweiten in alle Richtungen. Falls jemand Erfahrung im Pinguine-Grillen hatte, gerne mal mit uns teilen den Bericht. Aber ich glaube, das ist hierzulande nicht unbedingt geläufig. Stefan hat Lust auf Pizza. Oh, da sagst du was. Aber da hätte ich 2 Stunden schneller sein müssen, jetzt kriege ich keine mehr. Mascha schreibt, sie hat mal einen Igel gefuttert, ohne es zu wissen, hat aber gut geschmeckt. Ich glaube, Igel habe ich auch noch nie gegessen. Ja, wir sind wieder beim Thema Essen angekommen. Das mag daran liegen, dass ich dezent Hunger habe, aber das kennt ihr ja schon. Wie lange ich heute gelaufen bin, auch so weit war das gar nicht. Das war heute eher so ein zur Sanddüne fahren und ein bisschen dort rumhängen. Das waren heute nur 8,15 Kilometer. Also überschaubar. Insektensalat möchte ich nicht essen. Das klingt nicht so lecker. Dann doch lieber den gegrillten Pinguin. Schmeckt wie Hähnchen, schreibt Christian. Oh, ich habe vor Ewigkeiten mal so einen komischen Insektenriegel gegessen. So wie so ein Schokoriegel, nur aus Insekten. Das war so eklig, das Zeug. Also so eine ganz komische, klebrige Masse mit so Knubbeldingern hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Von der Konsistenz her katastrophal und vom Geschmack halt einfach so nach, im Prinzip noch gar nichts mit einer ekligen Konsistenz. Gab es damals beim Kaufland irgendwie, war so eine Aktion. Ich dachte mir, hey, probiert mal aus, mal was Neues. Aber es war so widerlich. Und scheiß teuer der Müll. Nein, gebratene Spinne möchte ich auch nicht essen. Insekten und Krabbelviecher dann doch lieber nicht. Drehen wir uns nochmal in die andere Richtung. Jetzt ist der Mond deutlicher zu erkennen als Sichel. Ich möchte auch keine frittierten Insekten futtern. Ich mag die von der Konsistenz nicht. Und Wurmsuppe muss auch nicht sein. Schlange, könnte man drüber reden. Gegrillte Schlange oder so wäre völlig in Ordnung. Aber Wurmsuppe, ich weiß nicht, ob das so meinen Geschmack trifft. Schnecken sind lecker. Ja, Schnecken habe ich auch schon gefuttert. Fand ich auch ganz gut. Weinbergschnecken. Und Muscheln und sowas mag ich auch total gerne. So, jetzt sind wir aber so gut wie da. Das heißt, ich muss euch dann gleich in der Sackgasse erstmal rauslassen. Kann ich euch heute nachher? Heute nicht. Wir sind ja nicht mit dem Reisetraktor hergefahren. Ich muss euch dann hier lassen in der Sackgasse.
Aber ihr wisst ja, wo ihr Luckenwalde und den Bahnhof findet. Für die, die noch weiterreisen wollen. Captain Gizmo isst gerade Eis und fragt, ob noch jemand Eis möchte. Cyberpunka schreibt gegrillte, was sollen das sein, Echsen? Weiß ich nicht, ob ich gegrillte Echsen unbedingt essen will. Da ist auch nichts dran. Eine halbe Schwein auf Toast ist lecker, exakt, da wäre ich dabei. Mal meinen Autoschlüssel finden. Ich versuche die Kamera ruhig zu halten. Ich muss nur meinen Fladikantenbeutel aufbekommen. Ah, Mascha hat auch noch etwas Eis. Eis habe ich auch noch zu Hause. Nur leider ist Eis ja kein Abendessen. Da wird man ja nicht wirklich satt von. Zumindest nicht lange. Ich brauche noch irgendwas Abendessensmäßiges. Na, wo ist der Schlüssel? Schlüsselsuchpause gefunden. Gutes Timing. So, da vorne ist dann der Parkplatz mit unserer Ampel. Die kennen wir ja, da steckt ihr hier mal aus. Jetzt sollte die Verbindung wieder funktionieren. Da war nur gerade ein wenig der Empfang weg. Beziehungsweise nicht der Empfang weg, der Akku. Die Akkuwarnung kam. Wir haben noch 20% Akku. Nee, DJ zur goldenen Möwe können wir nicht. Die nächste Möwe ist 50 Kilometer weg. Da fahre ich heute nicht mehr hin. So, drehen wir mal die Kamera. Gucke ich euch nochmal an, bis wir am Traktor sind und einsteigen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. War jetzt natürlich nichts Weltbewegendes, was wir gemacht haben. Kleiner Abendspaziergang. Nachrichten gab es parallel um 21 Uhr schon. Wer es noch nicht gesehen hat, dann bitte einfach mal in die Videoübersicht gehen. Da haben wir nämlich über Berlines tarnischen Irrsinn gesprochen. Also ich habe geredet und ihr zugehört in dem Fall. Und jetzt die letzte Stunde, ziemlich glatt eine Stunde sogar. Die letzte Stunde, die war jetzt eher dazu da, damit wir noch ein bisschen plaudern können, ein bisschen wandern können. Damit die Reisegruppe eine Samstagabendbeschäftigung hat, wenn wir heute schon nicht ausreiten. Denn, ich habe es ja schon 100-mal gesagt, Ausritte kommen definitiv wieder. Keine Sorge bei Star Stable. Aber das machen wir, wenn das Wetter schlechter ist. Denn bei so einem geilen Wetter, ich glaube, da sind auch viele von euch eher draußen unterwegs. Da will ich auch nicht, dass jemand um 19 Uhr vor dem Rechner sitzt. Daher sollt ihr rausgehen und den Sommer genießen. Deswegen heben wir uns Ausritte für die Zeit auf, wo wieder ätzendes Kackwetter ist. Und das wird auf jeden Fall kommen, keine Sorge. Dann können wir den ganzen Winter über oder Herbst über wieder ausreiten. Aber es wäre einfach völlig affig, 19 oder 20 Uhr zu Hause zu sitzen, um ein Computerspiel zu spielen, während draußen 25 Grad und Sonnenschein herrscht. So, der Reisetraktor ist auch noch nicht nach Hause gefahren, der steht auch noch hier rum. Heißt, wir steigen noch schnell alle in den Traktor und dann beende ich den Wanderstream fürs Erste. Ah, da kann ich euch mal kurz die Kreuzung zeigen, denn schaut mal. So sieht's da aus, wo ich euch immer aussteigen lasse. Da drüben auf der anderen Seite der Kreuzung geht's rüber nach Luckenwalde. Wer also zur Wanderdüne will, der biegt hier in diese Sackgasse ab und kann dann hier wandern gehen in diese Richtung. Aber das findet ihr, wie gesagt, auch bei Google, wenn ihr es sucht. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Staatsgeheimnis, die Wanderdüne. Es ist noch kuschelig warm hier im Traktor. Ein bisschen dunkel hier. Naja, machen wir mal das Licht an. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mal schauen, ob ich nachher noch was Langes vorbereite an Nachrichten. Das wird man dann spontan sehen. Ansonsten nicht ärgern lassen, einen wunderschönen Abend machen. Und wer es noch nicht gesehen hat, die Nachrichten von 21 Uhr anschauen. Jetzt aber erstmal bis später dann. Und ein bisschen Werbung für die, die unbedingt ausreiten möchten bei dem schönen Wetter. DJ macht morgen wieder eine Levelrunde. DJ, werf mal die Eckdaten zu deiner Star Stable Level Tour ein für alle, die nicht auf Discord unterwegs sind. Dann könnt ihr sich nämlich auch mit anschließen, wann und wo ihr euch trefft. Es gibt nämlich jeden Sonntag ein Reitevent bei Star Stable, was der DJ organisiert. Und das echt schön macht, sich da richtig, richtig viel Mühe gibt. Mit einer ausgearbeiteten Route, mit einer Landkarte, wo man auch sieht, wo, wann, welches Rennen geritten wird. Also, wer gerne Star Stable spielen möchte, sonntags DJs Level Tour. Aber jetzt bis später dann. Ich bin bei der Level-Tour immer nicht mit dabei, weil das nicht meine Uhrzeit ist. Sie reiten immer Sonntagmittag schon los. Und wie gesagt, ich bin halt bei so einem schönen Wetter relativ oft unterwegs. Das schaffe ich einfach zeitlich dann nicht. Wer aber zu Hause ist
und sowieso gerade Bock und Zeit hat, dann mit anschließen bei der Leveltour Spaß haben. Sind auch immer bei Discord in der Reithalle im Sprachkanal unterwegs, könnt also auch plaudern und solche Sachen. Da ist auf jeden Fall immer was los bei Star Stable. Aber das erzählt euch DJ jetzt, bis später dann.